Die für 2023 erste Sitzung des Begleitausschusses des Bundesprogramms Demokratie Leben in Pirmasens fand Anfang März im Ratssaal der Pirmasenser Messe statt. Gestartet wurde die Veranstaltung mit einem Rückblick auf 2022. Danach folgten drei Projektvorstellungen für 2023. Im Rückblick erklärte Oberbürgermeister Markus Zwick, dass insgesamt 12 Projekte durchgeführt wurden, darunter unter anderem der Kalender Kinder willkommen von der Kita Wittelsbach und das Buch über die Hauptstraße Pirmasens vom Stadtarchiv. Für 2023 wurden auch schon drei Anträge gestellt. Zum einen will die Kirschbergwerkstatt einen Ort der Begegnung im Wedebrunner Park einrichten. Hier soll ein Begegnungstisch aufgestellt und gestaltet werden. Man könne sich dort mit anderen austauschen, die Gemeinschaft stärken und über aktuelle Themen sprechen. Auch soll dort dreimal in der Woche für 4 Stunden ein Foodsharing-Wagen stehen, um den ärmeren Familien in Pirmasens helfen zu können. Der zweite Antrag wurde vom Internationalen Bund vorgestellt und widmet sich explizit dem Thema Mobbing und Selbstbehauptung. Das Projekt würde in Form von mehreren Seminaren für Kinder im Vorschulalter und der ersten Klasse über 8 Monate laufen, sodass sich die Kinder in der Schule besser behaupten können. Auch der letzte Antrag wurde vom IB gestellt und will Kinder zum einen damit für Konzerte und Kultur begeistern, zum anderen das Thema Glück mit Selbstbestimmung und Schicksal mit dazu passenden Workshops mit den Kindern behandeln. Der Oratorienchor in Pirmasens hat beispielsweise vor, im Juli ein Konzert mit den Kindern aus den Grundschulen zu veranstalten, unter anderem. Dazu wurden wir gebeten, Workshops zu machen, die demokratie- und politikbildend wirken und auf dieses Projekt dann eben vorbereiten, sodass die Kinder, die sich mit Carmina Burana befassen, zum Beispiel anhand des Rades der Fortuna, wissen, was Resilienz auch bedeuten kann. Man selbst kann sich auch unterstützend einbringen, denn das Bundesprogramm Demokratie Leben sucht immer nach neuen demokratischen Projekten. Wenn also eine Idee besteht, kann man sich gerne bei den Verantwortlichen melden. Um auf die Themen Flucht und Migration aufmerksam zu machen, hat das Bundesprogramm Demokratie Leben im letzten Jahr in Pirmasens ein zusätzliches Projekt zu diesen Themen gefördert. Im Rahmen des Projektes wurde ein Buch mit Steckbriefen der 27 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erstellt. Mit Fragen zu Zielen, Wünschen und der eigenen Geschichte über die Migration nach Pirmasens konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Man denkt heute anders und damals, was ich als Kind empfunden habe, was mich damals beschäftigt hat, was meine Sorge war, was ich schön fand, dahin wieder zurückzugehen, das fand ich sehr schön, aber musste schon drüber nachdenken, was war das damals? Und das war so, was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, von dem Tag, wo wir das zusammengeschrieben haben, quasi, wo ich das schreiben dürfte. Und da musste ich schon überlegen, okay, was habe ich damals empfunden? Was hat mich ganz, ganz arg gestört? Was fand ich befremdlich als Kind? Weil jetzt ist man schon erwachsener und das ist dann schon ein bisschen anders, jetzt, wie man an die Sachen rangeht. Insgesamt 300 Exemplare des Buchs wurden im Rahmen des Projektes gedruckt. Die fertigen Bücher sind an Standorten wie den Quartiersbüros, dem Rathaus oder der Stadtbibliothek zu finden. Am Exerzierplatz in Pirmasens, gleich direkt neben dem Wochenmarkt, haben sich Polizei, Ordnungsamt und einige weitere Organisationen versammelt, um die PirmasenserInnen über das Thema »Es beginnt hier« zu informieren. Hauptsächlich geht es dabei um Zivilcourage. Die Verantwortlichen rund um Vanessa Weißbrot von der Fach- und Koordinierungsstelle des Bundesprogramms Demokratie Leben luden zum offenen Austausch ein und hörten sich einige Sorgen und Wünsche der BürgerInnen an. Der Kriminalpräventive Rat, das Ordnungsamt mit der Aktion City und Demokratie Leben mit dem Weißen Ring. Wir wollten, weil das Thema uns alle betrifft und wichtig ist für uns alle, mit den Bürgern ins Gespräch kommen, vielleicht ihre Problemstellungen kennenlernen, über Projekte informieren und das Thema Demokratie ein bisschen näher bringen.
Auch der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick ließ es sich nicht entgehen und informierte sich über das diesjährige Thema und unterstützte die Teilnehmenden. Der Startschuss der neuen Demokratie-Leben-Kampagne ist somit gefallen. Die Verantwortlichen gehen mit großer Zuversicht an die kommende Zeit. Bei einer Begleitausschusssitzung des Bundesprogramms Demokratie-Leben in Pirmasens wurde Anfang Juni ein Projektantrag der Heinrich-Kimmle-Stiftung vorgestellt. Das Projekt Zusammen stark gegen Gewalt bezieht sich auf Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für die Arbeiter und Bewohner der Stiftung. Zudem soll über Menschenfeindlichkeit, Gefühle, Körpersprache und Grenzen aufgeklärt werden. Insgesamt sind 6 Termine dafür angesetzt. Wir bieten jeweils 2 Tage für Frauen und 2 Tage für Männer an und wollen dann noch 2 gemeinsame Termine machen, dass Frauen und Männer voneinander profitieren können und auch einfach wertschätzend und respektvoll miteinander umgehen. Und in den Kursen alleine gibt es tatsächlich Schulungen zum Thema, wie behaupte ich mich gut, und auch leichtere kleine Übungen zum Thema Selbstverteidigung. Am Ende dürfen die Teilnehmer auch ein Brett durchschlagen, um das eigene Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu stärken. Das Projekt soll im Zeitraum von Mitte Juni bis Ende November durchgeführt werden. Die Termine werden einmal im Monat wahrgenommen. Weitere noch in diesem Jahr in der Stadt geplante Projekte und Veranstaltungen wären die Themen Frieden und Miteinanderleben kreativ mit der Käthe-Dassler-Schule zu behandeln, der Kinderspieltag und das Schlappenflicker-Festival an der Kindermeile. Veranstaltungen in der Stadt sind häufig nicht gut besucht. Schuld daran ist zum einen die Pandemie, unter der die Veranstalter und Besucher gelitten haben, zum anderen aber auch die Inflation und die geringen finanziellen Möglichkeiten der Bürger, ihren Kindern Kultur und Kunst näher zu bringen. Um dies zu ändern, hat sich der Ornatorienchor Pirmasens im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben etwas Besonderes ausgedacht. Da ist jetzt der Ansatz, dass wir aktiv auf die Schulen zugegangen sind, nämlich wo finden sich alle Kinder in der Schule. Wir haben also alle Pirmasenser Grundschulen und Förderschulen angeschrieben und eingeladen, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Rückmeldungen haben wir letztendlich bekommen von 7 Schulen und es werden jetzt 160 Kinder wirklich an diesem Sonntagmorgen auch aktiv teilnehmen. Mit der Aufführung von Carmina Burana soll den Kindern die Themen Glück und Unglück näher gebracht werden. Und die Kinder dürfen sich sogar selbst an der Gestaltung des Konzerts beteiligen. Alle Kinder werden 2 Stücke mitsingen aus den Carmina Burana. Alle Kinder haben im Vorfeld von uns das Kinderbuch Carmina Burana von Rudolf Herfurtner zur Verfügung gestellt bekommen. Und diesen Teil, das ist der 2. Baustein, übernehmen hier die Mitarbeiter der JUKW, dass sie im Vorfeld in die Schulen gehen und mit den teilnehmenden Kindern eben inhaltlich auch arbeiten, philosophieren, Texte schreiben. Da werden auch kleine Kunstwerke entstehen, die werden an diesem Konzertsonntag auch in der Festhalle ausgestellt und zu sehen sein. Des Weiteren soll der Autor selbst eine Vorlesung in der Festhalle halten, bei der Schattenbilder zu den einzelnen Szenen gezeigt werden. Die Darsteller sind dabei die Kinder der Theater AG der Montessori-Schule Pirmasens. Stattfinden soll das Ganze am Sonntag, den 2. Juli um 11 Uhr in der Festhalle in Pirmasens. Karten bekommt man dafür im Vorverkauf beim Kulturamt oder an der Kasse vor der Aufführung. Auch soll am selben Tag um 18 Uhr ein Abendkonzert stattfinden mit der Musik des Stückes. Schon seit insgesamt 3 Jahren arbeitet die Kirschbergwerkstatt im Park am Pirmasenser Wedebrunn an Projekten zu Themen wie Diskriminierung oder Solidarität. Mit einem Tisch, Sitzmöglichkeiten und Lebensmitteln versuchen die Sozialarbeiter, mit den Besuchern des Parks ins Gespräch zu kommen. Es geht um Integration, es geht darum, Menschen, die diesen Park besuchen, anzusprechen, zu erreichen, um ihnen Lebensmittel anzubieten. Die Lebensmittel bekommen wir über Foodsharing, Lebensmittel sammeln wir ein.
Die Lebensmittel sind für alle Menschen gedacht, nicht nur für bedürftige Menschen. Und wir wollen mit allen Menschen, die den Park besuchen, die hier vorbeigehen, in Kontakt kommen. Neben Lebensmitteln und Gesprächen können die Besucher des Tisches aber auch fachliche Beratung, pädagogische Begleitung und Unterstützung in allen Lebenslagen erhalten. Obwohl viele Passanten sich erstmal nicht trauen, Lebensmittel mitzunehmen, sind die Reaktionen auf den Tisch der Begegnung durchweg positiv. Wir würden es sehr begrüßen, wenn das Projekt auch nächstes Jahr weiter stattfinden könnte. Ob es denselben Namen trägt oder einen anderen Namen, das lassen wir offen stehen. Wir sind immer noch erfreut darüber, dass wir eine Verbindung herstellen können zwischen den Menschen, die den Wedebrunnen schon immer besuchen, und Menschen, die vielleicht aus dem Kaufland kommen zum Einkaufen, und finden es sehr wichtig, dass dieser Kontakt, dass dieses Angebot dreimal die Woche stattfindet. Wir würden es begrüßen, wenn mehr Personal zur Verfügung gestellt werden würde, weil der Bedarf durchaus da ist und weil er stetig wächst. Das Angebot Tischlein deck dich findet noch bis Ende November, montags ab 13 Uhr und dienstags und freitags ab 12 Uhr im Park am Wedebrunnen statt. Auch 2023 findet in Pirmasens wieder die Demokratiekonferenz des Bundesprogramms Demokratie leben statt. In diesem Jahr hält das Adolf-Bender-Zentrum einen Vortrag über das Thema Vorurteile und führt mit den Teilnehmern ein Argumentationstraining durch. Zusätzlich zur Information über die Demokratiekonferenz wurden bei der Begleitausschusssitzung in Pirmasens 4 Projekte vorgestellt. Eins der Projekte wird vom Internationalen Bund Pirmasens in Kooperation mit der Heinrich-Kimmle-Stiftung durchgeführt. Das Thema wird sein gewaltfreie Kommunikation im beruflichen Kontext, im beruflichen Alltag, in der Einrichtung. Und das ist im Prinzip eine Methode, auf der diese demokratischen Prozesse dann gestärkt werden können. Es geht um gemeinsam mit anderen Konfliktfähigkeit stärken auf eine ganz besondere Art und Weise. Also es geht ja um die Lehre vom Dr. Marshall Rosenberg über die gewaltfreie Kommunikation. Auch die Käthe Dassler Realschule hat ihr Projekt Musik verbindet vorgestellt. Um den Zusammenhalt und die Identifikation der Schüler mit der Schule zu stärken, soll bis zu den Weihnachtsferien ein Schulsong entstehen. Beim Projekt Bei Gewalt gilt Null Toleranz werden in einem Kalender Bilder von Menschen aus der Öffentlichkeit gesammelt. Unter den Fotos sollen Statements und Sprüche stehen, mit denen man sich klar gegen häusliche Gewalt positioniert. Um Kinderrechte geht es beim Projekt Wir bestimmen mit der Kita Ombach. Durch die Gestaltung und Belebung der Außenanlage der Kita soll den Kindern zwischen 2 und 6 Jahren das Thema Kinderrechte in Bezug auf die Mitbestimmung kreativ vermittelt werden. Die Kita Umbach führt in diesem Jahr zum allerersten Mal ein Projekt durch. Und auch für die nächsten Jahre versucht man weiterhin, neue Projektträger zu gewinnen. Im Prinzip freut es mich immer wieder, wenn ich merke, dass es immer wieder neue Projekte gibt, dass diese Trägerlandschaft wächst. Ich weiß ja noch, wie seit 2010, da gab es den eBay und noch 2, 3 Träger. Jetzt ist es ein riesiger Pool an Trägern, die schon Projekte gestartet haben bzw. realisiert haben. Und jetzt mit Heinrich-Kimmle-Stiftung ist wiederum eine ganz neue Kooperation zwischen eBay und Heinrich-Kimmle-Stiftung entstanden, und die wollen wir im nächsten Jahr vertiefen. Und das dank des Programms ist nur möglich. In Zukunft können jetzt auch die Städte selbst Projekte durchführen. Während dies vorher nicht möglich war, kann die Stadt Pirmasens die Fördermittel jetzt auch effizienter nutzen und mit zusätzlichen Projekten den Verfall der finanziellen Mittel am Ende des Jahres verhindern. Auf der Creativity-Messe boten diverse Firmen und KünstlerInnen ein umfangreiches Programm. Zu diesem Programm zählte auch die Demokratiekonferenz des Bundesprojekts Demokratie leben. Eröffnet wurde die Konferenz von Oberbürgermeister Markus Zwick, der das Projekt und dessen Umsetzung lobte. Er betonte, dass insgesamt 11 Projekte umgesetzt wurden, die allesamt einen positiven Einfluss auf die Vermittlung von Demokratieverständnis hätten. Unter anderem wurden Projekte zu Themen wie Gewaltprävention, Diskriminierung oder sexualisierte Gewalt umgesetzt.
Christopher Reiser, Leiter des Jugendmigrationsdienstes Pirmasens, präsentierte die Ergebnisse des Projekts Wir sind alle Erdlinge, bei dem SchülerInnen der Matzenberg-Schule in Kooperation mit der Jugendkulturwerkstatt Pirmasens ein Musikvideo erstellten. Die Aktion hatte zum Ziel, die SchülerInnen aktiv in den kreativen Prozess mit einzubinden sowie Respekt gegenüber Menschen jeglicher Herkunft zu vermitteln. Der Geschäftsführer des Adolf-Bender-Zentrums, Jörn Dieders, hielt zudem einen Vortrag mit dem Titel »Das wird man ja wohl noch sagen dürfen«. Er analysierte die Problematik von Situationen, in denen rassistische oder anderweitig menschenfeindliche Aussagen getätigt werden. Zudem gab er Tipps, wie man sich in solchen Situationen verhalten kann und mit Menschen umgeht, die solche Aussagen tätigen. Die Demokratiekonferenz zeigte, wie Bundesmittel eingesetzt werden, um vor allem eine jüngere Zielgruppe für Demokratie, Menschenrechte und Extremismusprävention zu sensibilisieren. Die Jugendkulturwerkstatt Pirmasens beherbergt diverse künstlerische Gruppen, von Musik über Tanz bis zu Theater. Außerdem hat sie ein Tonstudio, das sie gerne für die Zusammenarbeit mit dem Bundesprojekt Demokratie Leben zur Verfügung stellt. Dort entwickelten SchülerInnen der Käthe-Dassler-Realschule Plus einen Schulsong, um sich und die Schule zu repräsentieren. Unter der Leitung des Musikdozenten Andreas Lübbert finalisierten die RealschülerInnen Ende November 2023 die Arbeit am Schulsong. Der größte Teil war schon fertig, nun mussten noch Rhythmusgruppen und Hintergrundgesang aufgenommen werden. Für Lübbert bieten solche Projekte einen geeigneten Rahmen für außerschulische Zusammenarbeit. Das Ziel ist da wieder, die Kids, die Jugendlichen, ein bisschen Teamwork, ein bisschen zusammenhalten, damit sie auch mal so eine Aufgabe haben, wo nicht quasi den schulischen Alltag beinhaltet, sage ich jetzt mal, weg von der Schulstruktur. Das ist ja schon mal was anderes, wenn man hier in die UKW kommt, hier in der Tonstudio, wenn man hier sieht, dann in den Aufnahmeraum, dann mal die Erfahrung macht, mit Mikrofon zu arbeiten, im Team. Die müssen ja zusammen gleichzeitig den Rhythmus machen. Sie müssen Texte auswendig, wenn sie lernen, weil sie kommen ja nicht hierher und lesen den Text ab, sondern sie singen das ja frei, ohne Text. Und man müssen sich ja auch vorbereiten, das gehört ja mit dazu. Also ist ein Haufen Homework, sage ich mal, wo die dann zu Hause auch damit arbeiten. Und wenn man da Kinder mit begeistern kann, ist das natürlich sensationell. Mit Hilfe ihrer Lehrkräfte und der musikalischen Anleitung von Andreas Lübbert konnten die SchülerInnen der Realschule ihren Song fertigstellen und können ihn künftig bei Veranstaltungen wie dem Tag der offenen Tür darbieten. Mit dem Demokratie-Leben-Projekt Wir bestimmen mit wird den Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Ohmbach kreativ und spielerisch das Thema Kinderrechte beigebracht. Während die Kinder draußen in der Natur ihr Umfeld mitgestalten können, lernen sie durch verschiedene Übungen, welche Rechte sie haben und wie Entscheidungen in der Gruppe getroffen werden. Also wir haben die Hochbeete und die Nistkästen für die Wildbienen und für die Vogelhäuser immer als Bausätze bekommen. Die Kinder konnten die dann bemalen, zusammenbauen. Wir haben die Erde gemeinsam reingemacht, wir haben gepflanzt. Die Kinder konnten die Pflanzen probieren, haben auch schon überlegt, was im Frühjahr man mit dem Schnittlauch zum Beispiel, wo der in der Küche überall verwendet werden kann. Und um das Projekt auch wirklich noch in das nächste Jahr zu transportieren, haben wir auch noch Saatgut angeschafft. Und dann wird eben im Frühling, sobald die Temperaturen wieder das zulassen, ausgesät, damit die Kinder auch das Wachsen und Ernten miterleben können. Um die ganze Familie mit in das Projekt einzubeziehen, werden in Zukunft noch gemeinsam mit den Eltern Sichtschutzwände für die Kita gestaltet. Mit dem Projekt sollte schon den kleinsten Kindern beigebracht werden, wie sie trotz festgelegter Strukturen durch die Eltern, den Kindergarten oder die Schule im Alltag mitbestimmen können. Musik